Hallo, heute eine Fortsetzung auf vielfachen Wunsch eines Einzelnen. Meiner kleinen Ich entferne Bash und nehme eine andere Shell-Serie. Wer die ersten Videos noch nicht gesehen hat, bitte mal schauen. Gut, ich bin hier auf einem Linux Mint-System und ich habe die Standard-Shell Bash entfernt. Dazu, wie gesagt, die anderen Videos mal schauen. Höchst experimentell, also nur für diejenigen, die jetzt wirklich das nachvollziehen wollen. Gut, mir war es jetzt wichtig, und jetzt ist das hier die Fortsetzung, mal rauszufinden, ob beim Start des Rechners Bash benutzt wird, aber trotzdem klaglos läuft, obwohl Bash gar nicht da ist. Ja, also ich wollte rausfinden, Bash ist nicht da. Benutzen verschiedenste Programme vielleicht die Bash noch oder wollen sie die Bash benutzen? Weil sie nicht da ist, können sie es nicht, aber es läuft trotzdem irgendwie. Ne? Läuft trotzdem. Welche Skripts wären das, die versuchen, die Bash aufzurufen, aber dann irgendwie trotzdem kommentarlos weiterlaufen? Hier in dem Fall habe ich das hier unter Linux Mint herausgefunden. Ich habe mir ein kleines Skript geschrieben, das als Rückgabeergebnis mir diejenigen Programme auflistet, die versuchen, auf die Bash zuzugreifen. Nun, hier zum Beispiel libc versucht binbash aufzurufen und mit dem Übergabeparameter an die Bash, an die Standard Shell, er soll dieses und jenes tun. Nun, wie machen wir sowas? Zeigen wir mal. Gut, ich habe mir also ein Skript geschrieben. Bash war nicht vorhanden. Ne? Also Bash ist auf diesem System nicht installiert. Ich benutze eine andere Shell. Ne? Echo $Shell. Ich benutze hier die binzsr, also ich habe Bash physisch von diesem Rechner entfernt. Nun, dabei kam es zu Problem 1, habe ich schon gelöst, wird demnächst in die Debian Stable einfließen. Der Norbert hat sich gemeldet und der macht das schon, Link hänge ich der Videobeschreibung an. Gut, also ich habe keine Bash hier. Ne? Will aber rausfinden, ob Programme noch im Hintergrund rumdümpeln, die ich gar nicht sehe, die Bash versuchen aufzurufen. Also gehe ich mal in binbash. Und zwar mache ich am besten mal sudo-i, ne? sudo-i, damit ich Root-Rechte habe und da auch was schreiben kann. Gut, cd bin. In bin ist die Bash normalerweise drin. Habe ich hier schon ein eigenes Bash-Skript gemacht, ls-lr. Und zwar Bash. Nun, das heißt einfach nur Bash. Das ist ein Skript, eine Textdatei. Und die habe ich schon auch mit chmod plus x Bash ausführbar gemacht. Also, ich habe ein Skript Bash genannt, obwohl die Bash gar nicht da ist. Das wird natürlich jetzt von allen Skripts aufgerufen, die versuchen, die Bash aufzurufen. Wie sieht dieses Skript aus? Und dieses Skript macht dann diese Log-Datei. Wo ich dann sehe, wer hatte jetzt mal versucht, da in der Bash rumzuwachsen, ne? Wer dümpelt noch im Hintergrund, ne? Also Nano Bash. Nun, das ist nicht die echte Bash, das ist eine Fake Bash. Gut, eine falsche, total gefälschte, von mir gefälschte Bash. Die macht nämlich Folgendes: Ihr könnt euch die Beschreibung durchlesen. Das Ding packe ich auf meine Google Drive, könnt ihr euch dort runterladen. Nun, wie kann das sein, dass mein Skript jetzt loggt? Ne? Gut, das ist ein Shell-Skript, ne? bin-sh, seht ihr oben. Und das versucht erstmal rauszukriegen, welches Programm hat jetzt versucht, auf binbash zuzugreifen. Nun, Bash-Scripting ist für mich auch noch relativ neu, aber wenn man ein bisschen googelt, dann findet man raus, dass es eine Umgebungsvariable namens ppid gibt. Ja, also die Prozess-ID kann man rausfinden. Ne? Also die ursprüngliche Datei, also das ursprüngliche Programm, das versucht hat, meine gefälschte Bash aufzugreifen, hinterlässt Spuren, und zwar die Prozess-ID wird diesem Skript übergeben. Und aufgrund der Prozess-ID kann man mit PS herausfinden, wie der Name des Programms war, das versucht hat, die Bash aufzurufen. Ne? Also das kann man sich mal schnell zusammen googeln. Gut, landet hier bei mir in einer Umgebungsvariable, sagen wir mal p. So, dann gebe ich mit Echo aus, ne? Also ich tue so, als wäre ich die Bash, ne? Tue so, hol mir die Prozess-ID des Prozesses, der versucht hat, die Bash aufzurufen. Gebe dann erstmal mit Echo einfach nur einen Text aus. Und das hier ist einfach nur das Datum, ne? Haben wir in der Datei gesehen. Ja.
gut, dass man sowas im Internet findet, wie man Datum ausgibt. Brauche ich auch nicht zu beschreiben, weil also habe ich mir jetzt nicht selber aus den Fingern gesogen, kann man schnell mal zusammen kopieren. Danach kommt das Rückgabeergebnis, also wie hieß der Prozess, ne? Die ist ja jetzt in der Umgebungsvariable P drin, der die Bash hat versucht aufzurufen, ne? Kommt jetzt mit dem Echo-Befehl dazu, wird hier eingesetzt. Prozent 0 ist dann der Übergabeparameter, der Bash ja, übergeben wurde. Eigentlich ist der Dateiname bin bash dann standardmäßig, ne? Das ist quasi Parameter 0 ist der Name des Programms selber, hier in dem Fall bin bash. Und $Sternchen sind alle übergebenen Parameter, also $1 wäre der übergebene Parameter 1, Parameter 2 wäre $2 und so weiter. Kann man abkürzen mit $Sternchen. Nun, also kriege ich hier raus, das aktuelle Datum wird hingeschrieben, ne? Dann der Name, ne? Das hier gibt den Namen des Prozesses aus, der dieses Skript aufgerufen hat. Dann, das hier gibt immer bin bash, aber falls nicht, ne, könnte ja auch mal woanders liegen, Parameter 0. Und dann kommen die anderen, ne, die Übergabeparameter, die eigentlich am bash übergeben werden sollten, jetzt aber bei meinem Fake-Shell-Script landen. So, und diesen ganzen Text, das wird ein Text, ne, der wird umgeleitet. Und zwar so, dass der umgeleitete Text immer wieder angehängt wird. Und diesen Pfad müsst ihr euch anpassen. Bei mir landet der auf dem Schreibtisch. Home, dann mein Benutzername, The Rackrunner. Bei mir heißt der Schreibtisch, bei euch heißt er vielleicht Arbeitsplatz oder Desktop oder ähnliches. Ne? Und der Dateiname, wo es dann landen soll, heißt bash.txt. Gut, darin landet jetzt quasi das, was normalerweise an die bash übergeben würde. Ne? Dadurch kriege ich jetzt raus, was los ist. Ne? Bei mir landet also hier diese bash.txt auf dem Schreibtisch. Das ist die Datei. Ne? Ja, immer dann, wenn ein Programm versucht, egal beim Hochstarten des PCs oder während der Laufzeit dahin zu schreiben, landet der Text nun in der bash.txt auf meinem Desktop und da sehe ich sofort, was los ist. Ne? Also wenn zum Beispiel die bash.txt gar nicht da wäre, würde mir das direkt auffallen, wenn die plötzlich erscheint. Ein zusätzliches Symbol. Nun, da diese Datei bash.txt während der Startzeit des Rechners durchaus auch mit Root-Rechten erstellt worden sein könnte, habe ich noch den Besitzer der Datei definitiv auf mich wieder zurückgesetzt. Ne? Also falls der Root, ne, also beim Starten des Rechners ist der Benutzer Root, diese Datei schreibt, übergebe ich mir schnell nochmal die Besitzrechte wieder an der Datei. Denn es könnte sein, dass ich auch mit Benutzerrechten diese Datei beschreiben will. Ne? Also von Terminal aus mache ich irgendwas. Will er reinschreiben, kann ich nicht mehr, weil der Root die Datei besitzt. Also ändere ich nochmal schnell den Besitzer wieder standardmäßig um auf mich. Und ich gebe dann aus Fake Bash Error 127, damit man das im Terminal sieht, falls das da mal auftaucht. Und gebe den Rückgabecode Exit 127 an das aufrufende Programm zurück. Ne? Also das Programm, das eigentlich die Bash wollte, kriegt zurück Exit 127, Rückmeldung. Das war wohl nichts. Ne? Also Exit 0 wäre alles okay und Exit 127 ist falscher Fehler. Gut, ja, gut. Dadurch ist das Programm in der Lage, entsprechend darauf zu reagieren und sagt, das Kommando wurde nicht richtig ausgeführt. Muss ich entsprechend darauf reagieren? Wenn ich einfach mit Exit oder gar nichts geschrieben hätte, hätte das Programm nicht gewusst, dass ein Bash-Fehler da wäre. Gut, jedenfalls landen diese Texte dann schön, ne? Mit Datum, Uhrzeit, das war da vorne mit Date. Dann haben wir hier das mit $P war das aufgerufene Programm. Dann $0, ne, war das Programm, das aufgerufen wird. Das könnte ja auch mal woanders liegen, wie auch immer. Normalerweise kommt da jetzt immer bin bash raus, also da, wo mein Skript liegt. Und dann die übergebenen Parameter. Ne. Also weiß ich, libc hat versucht, bin bash aufzurufen mit diesem Parameter. Also ist da noch in libc irgendwas mit bin bash los. So, wollen wir mal beweisen, dass das auch wirklich so funktioniert. Kein Problem. Ich rufe jetzt einfach mal per Hand bin bash auf. Bin bash. Und sage einfach mal Test 1, 2, 3. Ne? Bin bash wird aufgerufen. Ne? Das wäre unser Parameter 0. Das wäre Parameter 1, 2, 3 und 4. Das sind die $Sternchen-Gedönekes. So.
Hier gibt man Fake Bash natürlich dann entsprechend die Fehlermeldung aus, ne? Soll ja auch, ne? Damit ich das immer sehe, falls irgendein Programm das tatsächlich mal benutzt. Der Bash-Text landet hier, seht ihr am Datum, Uhrzeit, ne? Passt. Ne? Das ist das Programm ZSH, ne? Das ist die Shell, die ich im Moment benutze, hier im Terminal das Programm BinBash aufgerufen hat und die Übergabeparameter waren Test 1, 2, 3. Da wollen wir hin, ne? Da wollen wir hin. Wunderbar. Seitdem ich das so habe, haben sich einige Fehler in Luft aufgelöst. Anscheinend ist das wohl ganz nett. Ich kann nämlich wieder machen sudo apt-get upgrade, ohne dass die Fehlermeldung kam, wie zuvor in meinem Video, dass da irgendwas mit Paketen nicht in Ordnung war. Wunderbar. Ja. Wunderbar geht. Ne? Apt-get sudo apt-get auto-remove. Gucken wir mal, ob es geht. Ja. Möchten Sie fortfahren? Keine Fehlermeldung. Okay, wunderschön. Wenn jetzt ein Fehler auftreten würde, würde ich hier im Terminal sehen, Fake Bash. Ne? Fehlernummer so und so. Hier. Aha, unerteilbar. Das hier ist ein Fake Bash Error. Da weiß ich also, da hat ein Programm versucht, mein Bash-Programm aufzurufen. Welches das war, dürfte ich jetzt hier sehen. Sehr schön. Es gibt ein Programm namens InstallDocs. Das hat versucht, BinBash aufzurufen, und zwar mit diesen Parametern. Sehr schön, weiß ich also. InstallDocs wäre gegebenenfalls noch zu aktualisieren. Da steht noch BinBash drin, genauso wie UpdateMenus. Ne? Hat versucht, BinBash aufzurufen mit der Option Pipefall, Query und was hier alles so drin steht. Hat versucht aufzurufen. Wunderbar, geht. Ne? Geht wohl, wie verrückt. Aber funktioniert. Ne? Ich kann auch was installieren. Ne? Also diese Fehlermeldung Fake Bash Error 127 ist ja gewollt. Daran will ich ja sehen, mein Programm läuft. Ne? Ja. Install Conky. Geht das? Sudo wäre nichts Verkehrtes. Apt-get install Conky zum Beispiel. Wollen Sie? Jawohl. Geht. Ne? Installieren und so weiter. Wunderbar. Wenn jetzt beim Installieren von Conky wieder versucht werden würde, und das sehen wir da oben, Fake Bash Error 127, dann ja, kriege ich das mit. Ne? Stürzt nicht ab. Ne? Conky ist installiert. Conky, help, help. Und ich sehe die Hilfe von Conky. Conky ist installiert. Ne? Ich sehe wieder hier, ne? Neuladen, dass wieder mal versucht wurde. Ne? Update-Menus wurde versucht, ne? Um 18, 19 haben wir diese beiden Dinger wieder. Ne? Da wurde wieder versucht, auf BinBash zuzugreifen. Kann ich aber sehen jetzt mittlerweile. Sehr schön, ne? Ohne dass es sich abspielt. Also vorher konnte ich das gar nicht erkennen, ne? Dass da versucht wird, auf BinBash zuzugreifen. Wo ich weiß, was nicht funktioniert und wo ich dann gegebenenfalls auch die Fehler rausklamüsern kann, ist apt-file. Ne? Apt-file. Apt-File ist ein Programm, mit dem man die sämtlichen Paketquellen durchsuchen kann. Und dieses Apt-File weiß ich, wusste ich schon vorher, dass es nicht funktioniert, aber jetzt sehe ich das auch tatsächlich. Sieht man jetzt immer schön an meinen Fake Bash Error 127, aber es bleibt stabil. Ne? Neuladen, ne? Hat sich geändert, wunderschön. Sehe ich jetzt genau, was da los war. Was hat denn dieses Ding versucht? Ne? Bash-Set, ne? Und dieses Pipe-Fail wird immer wieder versucht, an BinBash zu übergeben. Kann ich also genau sehen, welches Programm hat irgendwie noch so ein Problemchen. Clear, Kristall Clear. Wie gesagt, das Programm hänge ich euch an. Nochmal BinBash und tschüss. Ich hoffe, hiermit geholfen zu haben. Verbleiben mit freundlichen Grüßen und tschüss.